Hallo, liebe Facebook-Freunde, nicht Facebook, YouTube-Freunde. Ich melde mich heute mal aus einem besonderen Anlass. Normalerweise mache ich keinerlei politische Kunst, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt ist auch mal gut. Wir müssen irgendwas Politisches auch mal machen. Ich bin natürlich hier im Umi-Haus, mitten in der Nacht, habe eine neue Ausstellung gemacht und heute ist die gehängt worden. Am Wochenende werden die Sache schon, wir werden sehen, was passiert. Der Titel, das ist Sag mir, wo die Blumen sind. Das ist ein altes Lied von Marlene Dietrich. Ich habe es in verschiedenen Versionen von Hannes Bader und Jean Bess. Und diesen Text, den möchte ich euch eigentlich mal näher bringen. YouTube kann man das nicht senden, wegen Urheberrechten. Aber ich finde, die Marlene Dietrich und die Textschreiber und Urheber sind sicherlich einverstanden, wenn ich diesen Text einfach mal verlese. Da ich nicht dazu neige, irgendwelche bösartigen Sachen zu machen, habe ich lauter Blumenbilder gemacht. Im Garten, wo sind all die Blumen? Ihr werdet den Text dann auch verstehen. Aber man muss immer alles Negative in irgendwas Positive ändern. Das ist hier das Ziel und Zweck. Weil, wenn man bedenkt, was für große Kollegen politische Werke gemacht haben, gibt es das größte, stärkste Beispiel. Ist Guernica von Picasso. Nachdem die Legion Gondor die Stadt Guernica in Schutt und Asche gelegt hat, im spanischen Bürgerkrieg, ist er für die Weltausstellung hergegangen und hat ein Riesenbild gemalt. Guernica. Jeder hat gedacht, so ein großer Künstler wie Picasso, der kann was ändern. Aber ich sage euch eins, wir Künstler können nichts ändern, aber wir dürfen auch nicht aufgeben. Aber böse Bilder wie Guernica haben weder dann den Zweiten Weltkrieg verhindert, noch irgendein Weiterkommen, noch eine Taube, die er gemalt hat, was immer. Ich sehe das ganz anders. Ich denke, wir müssen positive Sachen sehen. Wo sind all die Blumen hin? Wir wollen die Blumen wieder haben, die bunten Blumen, die schönen Blumen. Ich habe auch traurige Blumen gemalt, ganz schwarz-weiß. Schaut euch einfach mal die Bilder an. Die Ausstellung ist im ganzen August im Art Café in Rüdesheim zu sehen. Ich verlese euch jetzt mal einfach den Text während des Filmes. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was immer. Fragen zum Umi-Haus, da gibt es auch die neue Ausstellung mit der Venus vom Rhein. Macht's einfach in die Kommentare. Bis dann. Fahrt keine Hühner tot und macht's gut. Ich lese euch jetzt den Text vor. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen?
Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen wehen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Das, Freunde, ist der Text. Da geht mir sehr nah. Aber hier seht ihr meine Blumen. Und beim Hängen kam eine junge Dame, eine Holländerin, und sagt, guck mal, ich bin extra ins Art Café gekommen, weil mir Kunst so gut gefällt. Und was hat sie gemacht? Das ist keine Kunstsammlerin, das ist keine reiche Frau gewesen. Nein, das ist nur eine junge Dame oder eine Dame aus Holland, aus den Niederlanden. Und was hat sie? Direkt ein Bild von mir. Und zurechtgemacht hatte sie sich mit ihrem Rock. Da, meine Damen und Herren, das ist das. Sie hat gesagt, ins Art Café, da ziehe ich den Kunstrock an. Gute Nacht zusammen.